Ich würde gerne dieses Microsoft Map Plugin für OneNote vorstellen. Das gibt es für Word auch. Es ist ja schon seit längerer Zeit möglich, dass man mathematisch eingegebene handschriftliche Formeln, wie zum Beispiel y gleich 5x minus 3, in schöne mathematische Schreibweise umformeln kann. Schaut dann eben so aus, dass man ein wirklich ein schönes MathML-Format hat. Geht auch bei schwierigeren Dingen, zum Beispiel Integral von x mal x dx, so auch das wieder kann man auch summen und so weiter. Das schaut ganz schlecht, aber die Handschrift reicht aus, dass das erkannt wird. Das, was eben das Interessante ist, ist, dass dieses MathML-Format eben auch Computeralgebra zulässt. Und da gibt es eben dieses Plugin Mathematics, wo man wirklich Berechnungen anstellen kann. Also wenn ich dort dieses Integral verwende, dann kann man das wirklich berechnen mit Calculate. Und man hält wirklich auch Computeralgebra systemmäßige Berechnungen. Das muss Mathematik ganz gut, weil das selbst die Integrationspunkt von PC dabei ist. Sei es jetzt, wenn man zum Beispiel in eine Umformung kommen möchte, also zum Beispiel 3x plus 4y gleich 7. Hat ein bisschen schon dick geschrieben. Y gleich 7. Und wenn ihr das jetzt praktisch umformen möchte, dann kann man diese Gleichung auflösen nach y. Und man sieht, das wird wirklich schön algebraisch in der Form dann auch super dargestellt. Es gibt noch viel, viel mehr Möglichkeiten. Man kann zum Beispiel auch quadratische Gleichungen lösen lassen. Also fangen wir an mit x Quadrat minus 5x plus 4 gleich 0. Und diese quadratischen Gleichungen kann man dann ganz einfach mit so für x auflösen. Man bekommt die beiden Lösungen 1 und 4 raus. Wenn man das nur ein bisschen weiter treibt, zum Beispiel x Quadrat plus px plus q gleich 0, dann hat man wirklich ein q gleich 0, dann kann man Folgendes machen, ja. Ein Q wird nicht genommen. Das ist ja immer ein Einser. Nehmen wir ein Q. Und wenn ich jetzt diese Gleichung lösen lasse, dann kann ich natürlich nach x auflösen lassen, nach Q nach b, lasse nach x einmal auflösen. Man sieht, dass da die quadratische Lösungsform herauskommt, die kleine Lösungsform, und was ganz nett ist, dass sogar hinten steht die Diskriminante muss größer oder gleich 0 sein. Also sehr, sehr wichtig eigentlich ist dieses Mathematik-Plugin. Was ich auch noch zeigen möchte, ist, dass man natürlich auch Gleichungssysteme lösen kann. Ich werde das jetzt so machen, dass ich bestimmt ein Gleichungssystem mit der Tastatur eingibt. Das ist eigentlich noch geschriebener Text. Wenn man das aber dann umformen lässt, das erkennt Microsoft ohne Probleme, also OneNote. Und auch in Word funktioniert das Ganze. Wenn man das dann umformen lässt in Matt-Formeln, dann kann man wirklich mit diesem gleichen System arbeiten. Wie formelt man das um? Da braucht man eigentlich nur dieses Equation-Symbol drücken, das gibt es auch hier bei mir, und schon habe ich eine schöne eingefügte mathematische Formel. Schauen wir uns einmal die drei Gleichungen an. Und das Tolle ist, ich brauche jetzt eigentlich diese drei Gleichungen nur markieren. Und dann kann ich schon wieder mir die Lösung ausrechnen lassen. Hier werden sogar die Unbekannten erkannt, x, y und z. Und wenn ich diese Gleichungssystem lösen lasse, dieses Gleichungssystem, dann hat die wirklich algebraisch die richtigen Lösungen für x, y und z. Also sehr, sehr, sehr mächtig, dieses Plugin, in dem lassen sie verschiedenste Dinge ganz, ganz einfach lösen. Es ist auch noch die Möglichkeit, dass man Zeichnungen erstellt, aber dazu finde ich viel lieber GeoGebra. Ich würde mir noch wünschen, dass man zum Beispiel direkt gleich eine Handschrift erkennt, also dass man immer diesen Umweg gehen müsste über MathML, also wenn man das reinschreibt, dass sofort diese Gleichung gelöst werden kann. Das ist mit dem Microsoft-Plugin noch nicht möglich. So, das wird man noch nicht erkannt. Wenn man es aber umformen lässt im MathML-Format, dann ist es wieder kein Problem. Man kann natürlich auch mit komplexen Zahlen rechnen.
und das lösen lassen. Das Gleiche hat keine komplexen Lösungen, aber auch keine. Genauso wie im Radiantenmaß und im Radiantenmaß und Gliesenmaß. Was ich noch unbedingt zeigen möchte, ist, dass wirklich ein Algebra-System dahinter steckt. Also man kann auch Vereinfachungen durchführen oder faktorisieren, wie zum Beispiel diese einfache trigonometrische Formel. Das ist überhaupt kein Problem. Man markiert das schön und kann man dann über Algebra zum Beispiel das faktorisieren lassen. Ebenso, noch ein letztes Beispiel zu zeigen, das ist kein Problem, beispielsweise Term ableitet. Schauen wir mal, kommen wir da, was da alles hinbringen, also ein Bruchterm und kann wieder auswählen, leite diesen Bruchterm jetzt ab und tatsächlich erhalte ich eine ganz einfache und schon vereinfachte Ableitung dieses Bruchterms. Soweit das Microsoft Math-Plugin. Für OneNote funktioniert eben auch in Word und ist ein wirklich sehr mächtiges Werkzeug, das glaube ich tolle Ansatzmöglichkeiten in der Schule hat.